mal Hand aufs Herz. Und die saublödeste Frage des Jahrhunderts. Mein Gehirn. Es ist nicht das Großartigste, es ist nicht das von Albert Einstein, und doch kann es sehr wunderliche Dinge. Und eins sicherlich noch viel, viel mehr wunderliche Dinge. Zum Beispiel, was ich sensationell finde, ist, dass mein Gehirn, und es ist offensichtlich mein Gehirn, ich wüsste nicht, wer es sonst machen sollte, alle Befehle gibt, die gegeben werden müssen, damit ich so einen Text spreche wie diesen. Da müssen ja allerhand Gedanken kreiert werden, in Sätze umformuliert werden. Und nicht zu vergessen, da müssen verschiedene Muskeln genaue Befehle bekommen, damit sie diese Worte einigermaßen richtig aussprechen. Zum Beispiel richtig, hinten nicht richtig, das wäre nämlich süddeutscher Dialekt. Hochdeutsch, Tagesschau-Deutsch, heißt es richtig, König. Aber königlich, weil doppelt ich, doppelt gemobbelt, da macht man's wieder nicht. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Ich verblabber mich schon wieder, weil, wenn's dann erst ans Singen geht, gut, ich bin nicht der größte Sänger einer, die falschen Töne jubilieren, aber dass ich überhaupt Töne variieren kann, dass ich überhaupt zumindest so singe, dass man ganz entfernt eine Melodie wiedererkennt, die man schon woanders gehört hat, das ist doch ein Traum. Und noch faszinierender finde ich persönlich das Pfeifen. Da ist es wie beim Singen, jede Menge falscher Töne. Lucio Battisti, von dem dieses Lied ist und der das übrigens auch nur pfeift, nicht singt, würde sich im Grab rumdrehen, wenn er denn schon im Grab läge, aber das muss ja nicht sein, ich hoffe, der lebt noch. Und trotzdem würde er seine grandiose Melodie, und er hat ja nicht nur diese grandiose Melodie, sondern viele andere sehr schöne Melodien geschrieben und dazu sehr poetische Texte, übrigens übersetzt auf Deutsch von Udo Lindenberg. Ich schweife schon wieder vom Thema ab. Also, dass ich das hinkriege, den Muskeln, die da beteiligt sind, irgendwo in meinem Mund, weil ich habe ja keine Ahnung, wie das überhaupt zustande kommt, das Pfeifen, die Befehle genau so zu geben, dass man immerhin diese Melodie wiedererkennt. Das ist doch der Wahnsinn. Aber das sind ja alles nur, das ist der Luxus. Das ist die Zugabe. Das ist das, was das Gehirn eigentlich nicht zwingend können muss, damit wir überleben. Sondern, ich sag's noch einmal, das ist die Zugabe und der Luxus. So luxuriös ist unser Gehirn ausgestattet, dass es uns mit diesen und 10.000 anderen Möglichkeiten versorgt. Was also, wenn wir so viele Möglichkeiten haben, unser Gehirn einzuspannen, unser Gehirn für uns arbeiten zu lassen, und es steht uns immer zu Diensten,
was ist dann eigentlich das Wichtigste? Naja, das Nachdenken. Das kann offensichtlich der Mensch besser als andere Tiere. Nachdenken, sich erinnern, Lösungen finden für irgendein Problem. Und dadurch dieses Problem in den Griff kriegen. Das war bis heute oder bis gestern wirklich meine Überzeugung, dass das das Wichtigste ist. Lösungen zu finden für ein Problem. Also darüber nachdenken, was muss ich tun, damit das eintrifft, von dem ich mir wünsche, dass es eintrifft. Heute würde ich sagen, das Wichtigste, was das Gehirn zu tun hat, es hängt ein bisschen damit zusammen, sicherlich, das Wichtigste ist, Entscheidungen zu treffen. Das Gehirn muss für uns entscheiden. Und nur aufgrund der Tatsache, dass mein Gehirn so viele verrückte Sachen macht, ist mir nie aufgefallen, wie wichtig das ist, dass das Gehirn Entscheidungen für mich trifft. Dann wirst du sagen, naja, das macht das ja. Und es hängt ja auch mit dem Nachdenken zusammen. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber. Wenn ich nun den Fokus nicht mehr darauf lege, dass ich mir logische Systeme erarbeite, versuche logische Systeme zu verstehen, versuche meine Bildung anzuwenden, Informationen anzuwenden, all das, sondern dass am Schluss immer eine Entscheidung steht. Ich muss handeln und ich brauche dazu eine Entscheidung. Was mache ich nicht? Wenn darauf der Fokus ist, auf dem Thema sich richtig entscheiden, dann muss der nächste Fokus der sein, macht mein Gehirn das? Entscheidet mein Gehirn sich richtig? Oder zumindest immer optimal? Ich meine, das Gehirn hat ja nur eine beschränkte Anzahl von Daten zur Verfügung. Zaubern kann das auch nicht. Macht mein Gehirn diesen Vorgang, diese Daten zu berücksichtigen, sie richtig einzuschätzen, sie zu gewichten, um dann eine optimale Entscheidung zu treffen? Macht das Gehirn das wirklich? Nun, ich weiß aus meinem Leben, es macht es nicht. Ich treffe ungefähr 100.000 Mal pro Tag völlig idiotische Entscheidungen. Ich habe mich vor einer Viertelstunde wieder entschieden, einem Menschen etwas über Tischtennis zu erzählen. Einem guten Freund, und ich habe es gut gemeint, auf Ehre gut gemeint, ich wollte ihm einen guten Tipp geben. Stichwort konstruktive Kritik. Es war nicht mal Kritik. Ich habe nur eine Frage gestellt. Einfach nur eine Frage, weil ich bin schon vorsichtig. Aber natürlich hätte mir mein Gehirn das sagen müssen, was ich mir seit Wochen schon immer wieder gnadenlos vorbiete. Nein, Menschen, die nicht gelernt haben, wertfrei, ohne gleich beleidigt zu sein,
einfach eine Frage zu diskutieren mit dem Ziel, ein gutes Resultat rauszukriegen und nicht mit dem Ziel, seine eigenen Minderwertigkeitskomplexe sich zu wehren, wenn jemand einem zeigt, da gibt es bei dir was besser zu machen und ich das aber nicht zugeben kann, weil ich einen Minderwertigkeitskomplex habe. Und der Minderwertigkeitskomplex mich dazu zwingt, auf Teufel komm raus, jede Art von, naja, das könnte jetzt eine Kritik sein. Und die Kritik könnte wirklich auch im Sinne haben, mich schlecht zu reden oder bla bla bla. Und das muss ich abwehren. Ich weiß, was Sache ist. Ich kenne mich aus. Ich bin kompetent. Und wehe, jemand lässt da auch nur den geringsten Zweifel an dieser Tatsache. Tatsache ist natürlich, dass er die Kompetenz grenzenlos überschätzt und deswegen auch weit über den Möglichkeiten, unter den Möglichkeiten bleibt, die er eigentlich haben müsste aufgrund seines Trainingsaufwands. Denn er trainiert mehr als die Leute im Verein. Und das jetzt Minimum nonstop 4-5 Jahre. Was er zuvor trainiert hat, weiß ich nicht. Ich kenne ihn erst 3-4-5 Jahre. Aber ich komme vom Thema ab. Fakt ist, dass er da nicht alleine ist, sondern dass sich die Leute unterscheiden, mit denen ich Tischtennis an der Steinplatte spiele, mit denen, die das Selbstbewusstsein haben und mit denen man dann wertfrei alles diskutieren kann und auch alles sagen kann, was wahrheitsdienlich ist. Und die kämen nicht eine Sekunde auf die Idee, man möchte an ihrer Kompetenz zweifeln oder man möchte sie schlecht reden oder man möchte sie gar beleidigen, kränken. Und es gibt die, die offensichtlich in ihrem ganzen Leben nur beleidigt und gekränkt worden sind und deswegen diese Art von Gesprächsführung nicht drauf haben. Und mein Verstand hat mir längst klar gemacht und ich habe auch Unterstützung von Menschen, die ungefähr 10 Milliarden Mal klüger sind wie ich. Selbst Albert Einstein hat sich zu dem Thema geäußert. Unterhalte dich nicht mit solchen Menschen. Sie ignorieren jede Art von Logik. Sie ignorieren jede Art von Argument. Sie widersprechen sich selbst, ohne dass sie sich darum Sorgen machen. Und wer genau das macht, Argumente ignorieren, die Logik ignorieren, sich selber widersprechen und trotzdem Recht haben wollen, mit dem kannst du nicht reden. Der zieht dich auf sein Niveau und da hast du keine Chance, das bist du nicht gewohnt, das bist du nicht geübt, da bist du nur frustriert. Und dann bist du so frustriert, dass du Mühe hast, nicht auszurasten. Und dann vergleicht er dieses Ausrasten mit dem Ausrasten eines Menschen, der einfach nur grundsätzlich aggressiv ist und Aggressivität als ein Mittel der Auseinandersetzung respektiert. Der Typ, von dem ich gerade spreche, der hat aus einem absolut lächerlichen Anlass heraus mir da tatsächlich schon mal körperliche Gewalt angedroht. Es ging um nichts.
Es ging um eine ganz höfliche Bitte von mir. Ich habe gesagt, jetzt haben wir 1,5 Stunden so trainiert, wie du es möchtest. Du hast bestimmt, wie wir trainieren. Ich hätte jetzt die Bitte, dass wir mal 1/4 Stunde etwas machen, was mir hilft. Und das war noch zu einer Zeit, wo ich mindestens genauso gut war wie er. Jetzt könnte man sagen, na ja, er ist besser, er bestimmt. Was ich aber nicht unbedingt für zwingend halte. Sondern sinnvoll ist, dass wir Übungen so spielen, dass die Übungen zustande kommen. Wenn sie nämlich nicht zustande kommen, hat weder er was davon noch ich. Wenn wir gut zusammenspielen, dann haben wir beide was davon. Und aufgrund dieser Bitte ist er wirklich auf mich los. Ich dachte im nächsten Moment, es schlägt ein. Und er ist mir nun körperlich so überlegen und ich bin absolut völlig ungeübt, weil ich seit meiner Kindheit mich nicht mehr geprügelt habe, weil ich das für primitiv halte, für absolut primitiv. Und wenn ich das sage, dann darf sich hier durchaus mal jemand gekränkt fühlen, denn in der Welt derer, die Kränkung als ein moralisch zu rechtfertigendes Mittel sehen, da ist natürlich auch körperliche Gewalt moralisch gerechtfertigt oder umgekehrt. Wenn einer sogar so weit geht, körperliche Gewalt auszupacken, naja, dann ist das für ihn eine Selbstverständlichkeit, Leute zu beleidigen und zu kränken. Das ist ein und dieselbe Denke. Aber zurück zum Thema. Wir hatten es darüber, dass ich eigentlich schon, ich weiß gar nicht wie lange, immer wieder meinem Verstand sage, lass dich auf keine Diskussion mit ihm ein. Versuche ihm auch keine Tipps zu geben, weil er ist immer schlauer. Und genauso ist sein bester Kumpel und genau so sind die Leute, mit denen er hauptsächlich in den letzten Jahren gespielt hat. Und es kann sein, dass aus dem Grunde die besseren Spieler jetzt, wo wir an einer anderen Steinplatte spielen, gar nicht mehr mit ihm spielen, weil sie sich abgrenzen. Sie sagen sich, das ist nicht unser geistiges Niveau. Der spielt zwar ganz gut, also spielen wir ab und zu mit ihm, aber eigentlich wollen wir unter uns bleiben. Weil da kann man dann auch mal gute Gespräche führen und das geht hier nicht. Ich bin schon wieder vom Thema ab. Ich habe entschieden, dass ich mir andere Leute suchen muss für ein sinnvolles Gespräch, dass ich es absolut vermeiden muss, mich mit ihm und seinen geistig Verwandten zu unterhalten. Nicht von oben herab, nicht arrogant, nicht weil ich mich für was Besseres halte, sondern weil es einfach keinen Sinn macht. Es gibt kein befriedigendes Ergebnis für diese Personen und es gibt schon gar kein befriedigendes Ergebnis für jemanden wie mich, der gerne ein gutes, aber ein logisches, ein sinnvolles Gespräch führt. Wohlgemerkt, der sich dabei wünscht, Widersprüche zu kassieren, um zu sehen, wo muss ich meine Denke kritisieren, verbessern, neu überdenken. Aber kein Blabla. Die Entscheidung, ich trage die, ich weiß gar nicht, wie lange schon mit mir rum.
Aber gerade in den letzten Monaten habe ich die nochmal verfestigt und gebetsmühlenartig mir gesagt. Also hauptsächlich dann, wenn ich diese Personen treffe, dann mache ich vorher eine Art autogenes Training und sage, keine Diskussion, keine Tipps. Du bist ein Tischtennis-Anfänger, du hast keine Ahnung, du spielst ja erst seit 1965 und die spielen ja schon seit jetzt fast 20 Jahren, immerhin, aber halt immer ohne Trainer, immer ohne Anleitung und Steinplatten-Tischtennis. Der etwas einfacheren Art. Ich habe die Entscheidung getroffen, 100-mal, 1000-mal, ich weiß nicht wie oft. Und in dem Moment, wo mein Gehirn diese Entscheidung umsetzen müsste, entscheidet sie sich jedes Mal für die Diskussion. Entscheidet sie sich jedes Mal dafür, doch einen Tipp zu geben, einen, der auf der Hand liegt, von dem meist auch derjenige eigentlich merkt, naja, ist schon was dran. Aber das darf ich nicht zugeben. Ich darf nicht zugeben, dass er da recht hat und ich eigentlich unüberlegt bis dumm spiele. Warum schafft mein Gehirn es nicht, sich für das zu entscheiden, was sinnvoll ist? Warum weiß mein Gehirn die richtige Entscheidung und fällt trotzdem immer und immer wieder die falsche? Macht immer und immer wieder Dummheiten. Und es ist kaum ein Fortschritt zu erkennen. Und das bei der Mühe, die ich mir mache. Das ist schon krank, oder? Sehr, sehr krank. Ich bin derjenige, der gute Tipps braucht, dem geholfen werden muss. Aber die, die es könnten, interessieren sich nicht dafür, mir zu helfen. Und die, die es nicht können, die geben mir tatsächlich Tipps. Aber Tipps für Idioten.